Nun, was die Chancen angeht, würde ich meinen, dass das Netz das Potenzial hat, Demokratie zu stärken. Und zwar zu stärken dadurch, dass die Bürger mehr Wissen haben, die Bürokratien transparenter gehalten werden, aber auch autonomer sind, nicht mehr abhängig sind von dem, was die Massenmedien ihnen an vorgefiltertem Wissen und Informationen liefern, sondern sie eigenständig Informationsmedien wie Blogs und ähnliches herstellen können und damit ja den Informationsfluss und öffentliche Meinung viel aktiver mitgestalten können. Was die Gefahren angeht, sozusagen, ist immer die Rückseite. Die Autonomiegewinne sind mit Autonomieverlusten verbunden und Gefahren einer Schwächung von Demokratie, etwa durch zunehmende staatliche Kontrolle, wie etwa NSA-Affäre, oder aber Überwachung durch Unternehmen. Auch das finden wir, dass Unternehmen auf Facebook und anderen sich in die Kommunikation einmischen. Und viele würden auch sagen, es ist eine Schwächung der Demokratie, wenn die Bürger sich auf eine Politik mit dem Mausklick reduzieren lassen und nur noch Online-Petitionen unterschreiben, ohne aktiv am Vereinsleben teilzunehmen und ohne aktiv etwa in den Parteien mitzuwirken.